9,925 war das Resultat für Natalia Laschinova und noch einmal Bärbel Wielgoss, die Sie ja bereits gesehen haben beim Stufenbarrenturm. Die 16-Jährige aus Rostock. Doppelschraube zum Anfang ihrer Übung. Sie ist Meisterin ihres Landes am Boden und die Meisterin der DDR hat auch hier einiges zu bieten. Noch einmal eine Schraubenseite zum Abschluss. Da fehlt im Vergleich zur Laschinova ein bisschen die Leichtigkeit, ein bisschen das Spielerische und auch ein bisschen das Gestalten. Nun ist Bärbel natürlich auch ein bisschen schwerer. Hier, das ist ihre Abschlussbahn. Sie war mit den Weltmeisterschaften sehr zufrieden, belegte dort den 9. Rang.